Sehr geehrte Frau Generalkonsulin, liebe Kolleginnen und Kollegen aus dem Deutschen Bundestag und dem Landtag von Baden-Württemberg, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlichen Dank für die Einladung zur Teilnahme an der heutigen Kundgebung Pontos, das Recht auf Gedenken und die Gelegenheit, in einem Grußwort wenige Gedanken zu dieser wichtigen und, wie ich finde, sehr eindrucksvollen Veranstaltung mit Ihnen teilen zu dürfen. Wenn wir heute über die Begriffe Holocaust, Genozid oder Völkermord reden, dann tun wir dies in Baden-Württemberg, tun wir dies in Deutschland und in Europa unweigerlich in Gedenken an das unbeschreibliche Menschheitsverbrechen der Nationalsozialisten, der Shoah, dem industriellen Mord an über 6 Millionen Menschen jüdischen Glaubens, an Sinti und Roma, an wieder den damals vorherrschenden Zeitgeist Denkender. Weniger in das kollektive Gedächtnis eingebrannt, aber sehr wohl in ihrem Schrecken präsent, ist der Völkermord an den Armeniern während des Ersten Weltkriegs, begangen von der jungtürkischen, vom Komitee für Einheit und Fortschritt gebildeten Regierung des Osmanischen Reiches. Derselben militärbestimmenden Nation, die schließlich den systematischen Mord an den christlichen Pontos-Griechen verübten, bei dem über 350.000 Menschen vernichtet, deportiert oder in unmenschlicher Zwangsarbeit ihrer Würde beraubt wurden. Viel zu lange wurde der Völkermord an den Pontos-Griechen verschleiert. Erst wenige Tage erreichte mich ein Schreiben der türkischen Generalkonsulin, die mich gebeten hat, heute nochmal darüber nachzudenken, ob ich heute dieser Veranstaltung beiwohnen möchte. Und viel zu lange und viel zu energisch wurde und wird aus nationalistischen, aus politischen, aus diplomatischen oder rein aus Machtkalkül geschuldeten Gründen der an den Pontos-Griechen begangene Völkermord negiert, verharmlost, relativiert oder eine verantwortungsbewusste Aufarbeitung behindert, wurde eine konsequente rechtsstaatliche Verfolgung unterminiert. Angesichts des verübten, unvorstellbaren menschlichen Leids und der historischen Verantwortlichkeit erscheint der Wunsch des Verdrängens, erscheint der Wunsch des Vergessens naheliegend. Wir, die wir heute leben, können das, was passiert ist, nicht ändern. Aber, und da bin ich überzeugt, es ist unsere Verantwortung sicherzustellen, dass sich ein solcher systematischer Massenmord, dass sich derartige Verbrechen gegen die Menschlichkeit nicht wiederholen. Und gerade deswegen dürfen wir diese Gräuel nicht verdrängen, dürfen diese Verbrechen nicht vergessen. Als Jurist bin ich überzeugt, ohne Gerechtigkeit kann und wird es keinen Frieden geben. Bereits deshalb ist eine ernsthafte und umfassende Aufarbeitung sämtlicher Verbrechen, ob am Pontos, im ehemaligen Jugoslawien oder beispielsweise aktuell in der Ukraine, unerlässlich. Und angesichts der leider alltäglichen Bilder widerwärtiger Gräuel, der Nachrichten der Unmenschlichkeit und einer erschreckenden Verrohung möchte man verzweifelt fragen, sind wir unfähig zu lernen? Zu oft gilt das Recht des Stärkeren und nicht die Stärke des Rechts. Und zu oft wird der Schrei nach Freiheit und Gerechtigkeit eingeschränkt, eingekerkert, mundtot gemacht. Meine Damen und Herren, als Christ bin ich von Natur aus Optimist und daher überzeugt, dass sich der weite Bogen der Geschichte am Ende nicht zuletzt in Verantwortung vor Gott hin zu Recht und Gerechtigkeit beugen wird. Damit uns aber dies gelingt, müssen wir die Erinnerungs- und Gedenkstättenkultur erhalten. Müssen wir uns des Schreckens erinnern. Nicht mit erhobenem moralischen Zeigefinger oder gar mit Schuldzuweisungen, nein. Aber doch stetig und mahnen für unser aller Handeln. Hierzu gehört auch ein ehrlicher Umgang der Völker und Staaten mit der jeweils eigenen Vergangenheit. Und wir müssen gerade in einer Zeit, in der insbesondere junge Menschen sich in den manipulativen Blasen der sozialen Netzwerke verlieren, müssen die politische Bildung stärken, müssen den Austausch zwischen den Völkern, Kulturen und Religionen stärken und fördern. Ich bin überzeugt, es ist jede Mühe wert, wenn es so gelänge, ein derart schreckliches Leid, wie es auch den Pontos-Griechen widerfahren ist, in Zukunft zu verhindern. In Gedenken der viel zu vielen Opfer von Terror, Gewalt und Schreckensherrschaft. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.